Principessa symbolisiert im ewigen Gegensatz Macht und Liebe eindeutig Erste. Und Celea macht das sehr klar, indem er Adriane eine lyrische Partie schreibt und als Kontrast Principessa ist eine dramatische Partie, was man schon von Anfang an hört. In ihrer Auftrittsarie kommt laute tobende Orchester und der Orchester diese laute Musik bespreit ihre Gefühle und ihre Person auch. Und wir verstehen, dass wir sind bei der machtvollen Herzogin von Bouillon gelandet sind und liebevolle Atmosphäre des Theaters im ersten Akt eindeutig verlassen haben. Principessa ist schon eine egoistische, böse Person, kann man so sagen. Ihre Liebe ist eher Eigenliebe. Sie ist so eine egoistische Person und wenn sie erfährt, dass Maurizio möchte sie verlassen wegen einer anderen Frau, dann schwört sie Rache und geht zuletzt zum Äußersten, indem sie Adriana vergiftet. Ich denke, Celeas Musik beschreibt Psychologie und Gefühle der Agierenden. Und ich glaube, ihm ist wichtiger, das ist ihm wichtiger, als einfach die Musik irgendeinen bestimmten Stil einzuordnen. Herausforderungen in dieser Partie sind zuerst, wie man unangenehme und böse Person glaubwürdig darstellt. Und zweite Herausforderung, wie man kraftvollen Orchesterklang stimmlich entspricht. Ich persönlich denke nicht so, dass wenn ich diesen Satz gesungen habe, dann das ist dann vorbei und jetzt kann man sich entspannen. Das ist ein Abend und man ist dabei von Anfang bis zu Ende. Ich habe eine wunderschöne Arie und zwei tolle Duetten und dritten Akt. Ich habe auch tolle Momente, also ich bin zufrieden. Das ist mein Debüt, ich stand zum ersten Mal auf der Bühne, während einer Vorstellung auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Und das ist schon ein großartiges Gefühl. Es ist überwältigendes Gefühl. Und ich war gespannt, wie das Publikum mich aufnimmt. Und wenn ich schon nach der Arie viele Braus und tolle Applaus gehört habe, dann war ich einfach überglücklich. Das ist ein tolles Gefühl, dass ich dem Publikum auch was zurückgeben kann, zu berühren. Das ist die Belohnung für lebenslange Arbeit als Opernsängerin. Ein großer Erfolg, es ist eine Belohnung. Und ich versuche immer mein Bestes zu geben und nächste Vorstellung ist nächste Vorstellung. Also es ist jedes Mal, es geht von Anfang an los und ich denke nicht, ach, letztes Mal hatte ich Erfolg, jetzt fühle ich mich dann ach, super sicher. Und also ich versuche immer, ich meine, dass er auch ehrlich ist, mein Bestes zu geben und ich bin immer aufgeregt, weil es ist live und das ist jetzt so wie heute erlebt haben, die Leute erleben, dass gestern haben die anderes erlebt und heute wird das anderes und morgen anders und es ist wirklich die Stimmung von heute, also.
lebe seit langer Zeit in Deutschland und für mich von Anfang an war klar, dass ich möchte Deutsch lernen, damit ich die Literatur lesen kann, ins Theater gehen. Letzte Woche war ich im Burgtheater, ich habe König Lear mit Klaus-Maria Brandau und anderen tollen Schauspielern angesehen und das war wirklich ein fantastisches Erlebnis. Ich singe sehr viel Wagner, wie Sie sehen. Ich habe auch ich singe auch italienische Repertoire. Vielleicht es kommt mehr jetzt, weil jetzt kommen solche Partien wie Eboli, was ich früher nicht, selbstverständlich war viel zu jung dafür. Verdi Requiem habe ich sehr oft gesungen. Aber wie gesagt, ich singe sehr viel Wagner-Partien, auch tolle Partien, Kundry, Venus, Brangäne. Russisches Repertoire. Ganz am Anfang meiner Karriere habe ich Olga gesungen in Wolgeneinigen und dann gab es lange Zeit gar nicht und ein paar Mal habe ich auch Marina Mnischek gesungen, Boris Godunow, aber es gibt verständlich, es wird oft sehr andere Versionen gespielt, wie wahrscheinlich in der Wiener Staatsoper, ohne Marina Mnischek. Und es gibt auch so eine tolle Partie Marfa in Havanschina. Ich hoffe, dass ich kann diese Partie singen und bekomme die Chance, diese Partie zu singen. Ich glaube, diese Oper wird nicht so oft gespielt, weil man braucht als Hauptdarstellerin eine richtige Diva. Und mit Angela Giorgio haben wir so eine. Und ich denke, wenn man die nicht hat, es wird wirklich schwer, diese Person glaubwürdig darzustellen. Auch eine Sängerin mit sehr schönem Klang braucht man für diese Partie. Und vielleicht darum wird diese Oper nicht so oft gespielt. Am Tag der Vorstellung mache ich nichts Besonderes und keine große Aktion. Ich stehe normal auf und versuche einfach ruhig zu nehmen und vielleicht denke ich nach und stelle mir einige Momente vor oder was ich spielen oder singen werde. Gucke die Partie durch, einfach gucke den Klavierauszug durch und warte auf den Abend.